Grüße Leute, willkommen bei Mario Kart 8. Ich schnüffel noch mal kurz an der Verpackung. Oh, riecht nach frischer Anleitung. Was ich sagen wollte, ich bin müde, ich habe sau viel Hunger, ich bin gerade erst von Arbeit gekommen, aber ist mir scheißegal, ich habe Mario Kart mir gekauft. War eben mal beim einen Markt meines Vertrauens, den ich jetzt nicht näher nennen würde, und die haben es gleich vorrätig gehabt. Also habe ich gleich zugeschlagen und habe gar kein Interesse mehr an Schlafen und Hunger. Ich will erstmal zocken, weil ich habe ewig auf dieses Spiel gewartet. Wie wahrscheinlich alle Wii U-Nutzer, oder jedenfalls die meisten, nehme gleich die 100er-Klasse, ich möchte es ein bisschen schwerer haben. Und wo ist denn der... Ach, da ist er! Mein Lieblingscharakter, der Koopa, yeah! Ich lasse mal alles auf Standard. Wer das Nintendo-Video gesehen hat, der weiß sicherlich, was die ganzen Fahrzeuge können, obwohl... Standard ist ja auch ein bisschen langweilig. Ich will mal ein bisschen customizen, wie man so schön sagt. Ich nehme am besten mal das Moped. Oder das Quad. Ich nehme mal ein fettes Quad. Und dafür, sag ich mal, Retro-Reifen, Holzreifen, Retro-Reifen, plus ist Erklärung. Alles klar, ich brauche mehr Tempo. Ah, nehme ich die. Ja, nehmen wir mal alles fertig. Was ich sagen wollte, und da haben alle drauf gewartet, ich persönlich auch, und ich will gleich mit den weiteren Cup anfangen, also den Todd Cup, also die Quatsch, den Mushroom Cup, möchte ich jetzt erstmal nicht fahren, erstmal gleich den weiteren. Weil am Anfang kommen immer diese langen Kurse, die so ein bisschen schwerfällig und so weiter sind. Ich möchte gleich richtig loslegen. Natürlich werde ich alle Kurse fahren, ich habe noch richtig Bock drauf. Und ich hoffe, das Spiel wird dementsprechend auch die Wii U-Verkäufer anziehen lassen. Ich weiß es nicht wirklich, ich hoffe es einfach mal. Normalerweise warte ich zum Beispiel auf kein Mario Kart. Ist jetzt nicht so mein Must-Have. Ich denke immer, ja, wenn es rauskommt, kaufe ich es mir eh. Aber ich warte nicht tagelang vorher drauf und fiebere mit. Dieses Mal habe ich es getan. Und ich glaube, dass das daran lag, dass Nintendo wirklich viel Hoffnung in diesen Titel gelegt hat und auch ziemlich viel Merchandising gelaufen ist. Also Werbung, Commercial. Man sagt einfach Deutsch Werbung. Commercial klingt scheiße. Und es steuert sich ziemlich gut. Also, oh, roter Panzer. Na super. Ich habe gedacht, ich brauche ein paar Sekunden, um mich reinzufinden bei Mario Kart. Nee, ich kann gleich hier voll loslegen. Habe auch gleich die Tasten fürs Driften gefunden. Was ich toll finde, dass das wieder mit dabei ist. So wie ein paar andere Details, die sich erst später klären werden. Oh, Dreierpanzer. Gleich meinen Todd weggeknallt. Der kann eh nichts. Ach, der hätte ich fliegen können. Die Kumu-Wein. Wer kennt sie nicht? Seit dem N64-Teil ein immer wieder beliebter Kurs. Und ich muss sagen, er sieht echt fantastisch aus. Und ich nehme das Ganze ja leider nicht komplett auf HD auf. Das muss ich auch gleich nochmal als Erklärung geben. Ich nehme ja mit dieser Aufnahmebox auf, das Arfa Media Ding. Und das kann ich komplett Full HD machen. Also was ihr in meinem Video seht, sieht garantiert nicht so hübsch und fantastisch aus, wie Mario Kart wirklich ist. Selbst ich sehe jetzt gerade Mario Kart nicht wirklich fantastisch, weil ich das über den Komponenteneingang laufen lasse. Und irgendwas hat gerade den roten Panzer abgeblockt. Was mir sehr freut, da ich immer noch auf Platz 1 bin. Toll, eine Bananenschale. Ach, guck mal einer an. Schaut mal auf die Itembox. Ich habe keine zwei Bananen eingesammelt. Das heißt, ich muss wirklich dieses Item erst aufbrauchen, bevor ich ein neues Item nehmen kann. Das war bei anderen Mario Karts anders. Da konnte man sich die Banane zum Beispiel als Schutzschirm hinten hinlegen und hat auch noch Platz für einen weiteren Slot. Diesmal ist das nicht so. Was mich auch freut, dass man das wieder korrigiert hat, dass man jetzt wieder Münzen einsammeln kann, die einen schneller machen. War ja auf dem N64-Teil, denke ich, nicht so. Oder ich weiß es. Ich bin froh, dass das wieder zurückgekommen ist, weil das doch ein bisschen mehr taktisch das Ganze, naja, sag ich mal, beschleunigt. Also nochmal zur Erklärung, umso mehr Münzen man einsammelt, umso schneller kann man fahren. Ist das Wichtigste dran. Ich weiß nicht, ob es auch hilft, wenn man umgekegelt wird, dass man schneller aufstehen kann. Glaube ich fast gar nicht. Aber ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Und es gibt wieder das Stunt-Feature. Ich habe es einfach nicht mal getraut zu probieren. Einfach das Viewpad hochreißen. Und ja, ich spiele auf dem Viewpad. Nicht auf dem Pro-Controller, aber das kann ich nachher auch mal machen. Dann mache ich einen Stunt und werde gleich nochmal beschleunigt. Super Ding. Erste Runde bei Mario Kart vorbei. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich werde mir erstmal die Highlights ansehen. Da oben ist Zeitlupe und ich kann vor- und zurückspulen. Also, das ist jetzt vorspulen und schön sanft zurück. Und dann das Ganze nochmal in Zeitlupe. Oh ja. Ich kann leider die Kamera nicht verändern, so wie es aussieht. Oh, was hat den Todd erwischt? Warum die das? Was hat den Todd erwischt? Das können wir uns eigentlich nochmal angucken. Schön langsam vor. Na, der war doch schon in der Luft. Irgendwas muss doch... Ach, mein grüner Panzer. Ich habe mich ja selber noch so gefreut. Ah, jetzt können wir uns nochmal schön in aller Herrlichkeit betrachten. Der grüne Panzer. Und... Und weg ist er. Und weiter geht's. Ey, nicht schlecht. Also die Wiederholung werde ich mir öfters mal angucken. Und ich bin auch froh,
dass es noch normale Kurse bei Mario Kart gibt. Nicht immer nur diese abgefahrenen Schwerkraftkurse, die wir ja in den ganzen Trailern und so weiter gesehen haben. Die sind bestimmt super lustig und so weiter und die machen gameplay-technisch bestimmt nicht so einen großen Unterschied, werden wir gleich feststellen. Aber ein paar klassische Kurse tun es halt auch. Zweites Rennen. Und das ist ein klassischer Mario-Kurs aus den alten Teilen, so wie ich gerade gelesen habe. Ach, wieder kein Turbo-Start. Allerdings auch kein versauter Start. Also wo ich komplett die Karre verrecken lasse. Aber die Kurse, die alten, wurden wahrscheinlich auch umgebaut. Man sieht, dass es ein alter ist, hinten an diesen Blöcken. Die waren ja auf dem Super Nintendo sehr beliebt, diese Blöcke. Aber ich glaube, das ist kein Remake von Super Nintendo-Teil. Ich glaube, da stand auch Game Boy Advance. Da wird es halt ein Game Boy Advance-Streckendings gewesen sein. Wahrscheinlich Mario Grand Prix 1 oder so. Habe ich leider nicht komplett gelesen. Ich brauche Münzen. Uah, so langsam. Ich kann eine Sache noch sagen. Mario Kart sieht fantastisch aus und lenkt sich fantastisch. Also kann ich jetzt nur so feststellen. Selbst die Hintergründe gefallen mir ziemlich gut. Man kann sie schön in die Weite sehen. Ich weiß, das ist alles nur Makulatur bei Rennspielen. Rennspiele sehen ja grundsätzlich gut aus, wenn man die ganzen Hintergründe nicht berechnen muss. Aber wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Och Mann, ey. Hat die gerade einen Volltreffer gelandet? Ist die KI so gut geworden beim Ziel? Ich habe gerade mal probiert, den Todd den Pilz zu klauen. Ich glaube, das hat sogar funktioniert. Oder war das nur mein kleiner Zwischensprint, den ich durchs Driften gemacht habe? Ist auch so ein kleines Feature, was wir irgendwann mal eingebaut haben. Gut, das war dumm. Also ich habe jetzt gerade den Panzer volle Kanne gegen Todd seinen Panzer geworfen, was ziemlich sinnfrei war. Stunt! Sehr gut. Was ich sagen wollte, das Feature habe ich auch gedacht, dass wir irgendwann mal verwerfen, aber ich finde es doch ziemlich gut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mann! Dass man beim Driften den Toro dazu gewinnt, genau das wollte ich sagen. Ja, ich muss auch ein bisschen beim Rennen bleiben. So, jetzt habe ich 9 Münzen. Das heißt, ich kann fast Vollturbo gehen. Und der Todd hat seinen Panzer verschwendet. Yeah! Das heißt, keine Chance mehr. Nur noch Yoshi vor uns. Ist vielleicht... Kann ich ja mal zu Yoshi ein bisschen was erzählen. Wie soll ich sagen? Seit Smash Bros. 64 mag ich Yoshi nicht mehr. Nicht, dass ich ihn hasse oder so. Nicht, dass ich ihn abscheulich finde. Nicht, dass ich ihn nicht leiden kann. Ich habe gerade gesagt, ich kann nicht leiden, ich weiß. Nein, ich mag ihn nur in Smash Bros. Nicht. Er ist ein furchtbarer Charakter in Smash Bros. Man denkt, er kann nichts und er haut dir trotzdem aufs Maul. Das waren jedenfalls meine Erfahrungen. Und seitdem habe ich so eine kleine Abneigung gegen Yoshi. Aber nichts Persönliches. Also, wie gesagt, es ist nur bei Smash Bros. So. So, das habe ich jetzt auch mal gesagt. Oh, der Bumerang. Sucht er sich die Gegner? Kam hier gerade? Nee, tut er nicht. Aber ich habe gedacht, ich kann nur zweimal einsetzen, aber scheinbar dreimal. Nach hinten vielleicht? Yeah! Ich kann nur nach hinten abschießen, hat bloß nichts geholfen. Ich habe, glaube ich, nicht getroffen. Bin aber trotzdem erster Platz geworden. Yeah! Ich freue mich. Und da, guck mal, der Koopa, der freut sich richtig. Nee, diesmal keine Wiederholung. Nächstes Rennen. Die Ladezeiten kommen mir jetzt angenehm vor. Nicht angenehm super kurz, aber doch, ich sag mal, im Rahmen. Spreng jetzt nicht völlig das Spielgefühl da, bring raus. Oh nein! Ich sage oh nein, weil ich die hässlichen Charaktere da hinten sehe. Ihr seht diese komischen Dorf-People, die sind alle aus Super Mario Sunshine. Also man kann von Super Mario Sunshine ja halten, was man will. Und das meine ich auch wirklich so. Manche können Mario Sunshine nicht ausstehen, manche halten das für den besten Titel überhaupt bei Mario. Ich sag mal, ich war irgendwo dazwischen. Sunshine ist nicht mein Lieblingstitel, ich finde aber auch nicht schlecht. Aber diese komischen Charaktere. Diese fetten blauen Quallen und so weiter. Ich weiß, da wollte man was Neues machen, die sollten sich ein bisschen abheben. Aber die haben einfach nicht ins Mario-Universum gepasst, in meinen Augen. Das ist ein bisschen wie in Twilight Princess, diese hässlichen Charaktere. Zelda Twilight Princess hat eigentlich genau den gleichen Status wie bei mir bei Mario Kart. Es ist nicht das. Ist kein schlechtes Spiel, ist aber auch nicht mein Lieblings-Zelda und die Charaktere sind hässlich. Eigentlich könnte man. Tja, da ähneln sich eigentlich relativ. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Hate, das ist nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich sagen, die Charaktere sind wunderhübsch und Twilight Princess ist einfach das motherfucking beste Zelda, was hier rausgekommen ist. Gerne! Jeden das seine. Aber ich bin der Meinung, ja. Aber genug gelästert. Da hinten kommt noch schon der blaue Panzer als Strafe. Bäh! So eine Scheiße. Dass der blaue Panzer auch in jedem Mario Kart dabei sein muss. Das muss doch nicht sein. Ich glaube, das ist auch noch einer dieser Gründe, warum der Super Nintendo Teil so beliebt ist. Kein blauer Panzer. So, Todd. Schön, der rote Panzer für dich. Ich meine, der rote Panzer ist auch unfair. Das war gar nicht toll, das war Yoshi. Und da kommt schon Rosalinde. Rosaline? Ach Gott. Die ist noch nicht so lange im Nintendo-Universum dabei. Da brauche ich den Namen nicht kennen, die muss ich erst beweisen. Hat die erst zwei miese Spiele gehabt? Super Mario Galaxy, der hat das schon gespielt. Mistspiel. Nein! Nein, Super Mario Galaxy, muss ich ganz ehrlich sagen, ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele oder sogar das Lieblingsspiel auf der Wii. Deswegen war das jetzt eigentlich mal purer Sarkasmus. Ich hoffe, ihr habt es nicht gleich abgeschalten.
Ist eigentlich auch ein interessanter Vergleich, dass die Leute finden, dass die Galaxy-Abschnitte in Super Mario Sunshine besser waren als die Super Mario Galaxy selber. Ich nenne es jetzt einfach mal Galaxy-Abschnitte, damals gab es noch kein Galaxy, aber es waren diese Abschnitte, wo man den Dreckweg 0815 oder 0816 nicht mehr auf dem Rücken hatte und selber springen musste, und das Ganze war halt irgendwie so Galaxy-mäßig gemacht, alles schwarz im Hintergrund, Klassik-Retro-Musik, ein bisschen remixed, und naja, es hat halt hingehauen. Ich glaube, das war die Inspiration dafür. So, jetzt aber wieder zurück zu Mario Kart. Ich bin jetzt total auf die Mario-Serie generell abgegangen. Ich habe 10 Münzen. Ja, die Krabben machen mir auch nicht viel aus, aber die machen meistens dann ordentlich Schaden, wenn man sie einfach nicht mehr ernst nimmt. Ist mir jedenfalls bei den älteren Teilen so gegangen. Aber solange ich noch bequem Erster bin, ist mir das eigentlich relativ wurscht. Ich will ja Mario Kart irgendwann nochmal im Koop-Modus zocken. Ich hoffe, ich kann mit dem Titel online gehen. Ich probiere es wirklich. Ihr wisst, ich und online gehen. Meine Internetverbindung ist ein Arsch. Mein Modem scheint irgendwie ein Arsch zu sein. Der geht irgendwie nicht so richtig. Aber erstmal Erster geworden. Das freut mich. Ich bin mal gespannt, welches der nächste Kurs ist. Was mich bei Mario Kart gerade ein bisschen irritiert, sind die ganzen Kinder von Bowser. Ich muss kurz mal einen Schluck trinken. Hab gerade sehr viel gelabert. Und wie gesagt, ich bin müde und hungrig. Boah, ich bin der unprofessionellste Let's Player auf diesem Planeten, glaube ich. Also diese ganzen Brüder von den Bowser. Oh, kriege ich da noch Sterne? Ich rede gleich weiter. Ich muss mal gucken, was die Sterne gibt. Toll, jetzt muss ich auch noch husten, weil ich so schnell getrunken habe. Keine Ahnung, warum kann ich da einen Stern drauflegen? Kapiere ich nicht. Also ich drücke Plus, kommt ein Stern. Ich lasse einfach mal einen Stern oben, keine Ahnung. Vielleicht kann ich meine Favoritenkurse damit festlegen. Ich lasse mal einen Stern oben. Und dann mache ich es beim nächsten, ist ja nicht mein Lieblingskurs. Ich fand die Bowser-Kinder eine nette Idee, aber dann bitte nicht alle. Also wie soll ich sagen, dass man vielleicht die 2-3 genommen hätte, aber es hätte ja eigentlich auch keinen Sinn gemacht. Ach! Oh, Todds Autobahn. Das ist cool, das war einer meiner Lieblingsstrecken auf dem N64. Denn ich finde, da hat man einfach jetzt 7 oder 8 Charaktere reingeklatscht. Ja, tut mir leid, ich spring gerade von Thema zu Thema, ich weiß. Da hat man 7, 8 Charaktere reingehauen, die einfach, sag ich mal, sich zu sehr ähneln. Und ich glaube, die sind auch fast alle dieselben, haben alle dieselben Skills. Nee, eigentlich nicht. Es gibt ja fettere Kinder von Bowser und dünnere. Und ich würde gerne mal Mama Bowser sehen. Ich meine, das sind doch die Kinder, oder? Wo ist Mama Bowser? Oder hat er die aus dem Ei geschlüpft, die alte Kröte? Wow! Okay, man merkt schon die ersten Verbesserungen vom Kurs. Er ist definitiv dreidimensionaler. Es sind noch genauso viele Busse wie früher oben, allerdings nicht mehr alles so eng. Ich habe den N64-Teil wesentlich enger in Erinnerung mit den Autos. Und ich glaube, da gab es auch ab und zu mal Geisterfahrer. Habe ich das richtig in Erinnerung? Na gut, es gab auch keine, sage ich mal, Wände, an denen man fahren kann. Klar, die haben ein bisschen was anderes gemacht. Aber ich habe gerade ein Auto mit einem Surfbrett gesehen. Das ist natürlich auch cool, wenn man einfach so abspringen kann. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Aber ich bin Zweiter. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Erste Runde rum, ich weiß. Der Vorteil ist bei dem Kurs, wenn man hier vorne ist, ist man auch relativ lange vorne, weil diese ganzen Fahrzeuge geben einen relativ guten Schutz ab. Mehr Münzen, ich brauche mehr Münzen. Seltsamerweise bleibt die Bananenschale hier auch an der Decke kleben. Ich habe gedacht, die fällt wenigstens runter. Boah. Aber dieses Schwerkraftfeld scheint wahrscheinlich für alles zu gelten. Toll, ich bin Vierter. Ich habe mich einfach zu doof angestellt gerade. Und wieder Erster. Also die 100er Klasse ist noch relativ gnädig zu uns, sage ich mal. Ach, wieder Münzen, ey. Na gut, diesmal haben wir sie gebraucht. Er merkt diesen kleinen Schub von 8 auf 6, umgekehrt von 6 auf 8, dass man da doch ein bisschen schneller unterwegs ist. Und jetzt 9 Münzen, wunderbar. Ich gehe diesmal nicht auf die Wand. Ich will mal gucken, wie es unten weitergeht. Und jetzt gleich mehr 10 Münze, sehr schön. Und dieser Energieschub ist ja sehr, sehr wichtig. Also dieser Powerschub, den man durch die Münzen kriegt. Auch schon wieder die letzte Runde. Das geht ja sau schnell. Noch ein bisschen rumdriften. Ich sag, steuerungsmäßig habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Jetzt kann ich mir sogar mal ein bisschen die Werbung angucken. Burning Decay. Coole Sache. Und Surfbrett. Yeah. Und was haben wir hier? Das sieht aus wie Luigi-Werbung. Iggy. Na gut, der alte Iggy. Das ist natürlich auch cool. Oh, man kann rüberfliegen. Wow. Alles klar. Also die Strecken sind wieder voller Details, was mich richtig gut freut. Was mir allerdings doch, ich wollte es gerade sagen, was mich nicht freut, dass man bei jedem kleinen Sprung sofort den Fallschirm kriegt, war aber diesmal nicht der Fall. Ich konnte hier wunderschön den Sprung voll durchziehen, weil ich finde, der Fallschirm, der bringt immer so ein bisschen raus.
Also auf weiteren Strecken ist das ganz gut, dieser komische Drachenflieger oder was man da mal machen kann. Aber so auf kleinere Strecken, wenn man so kleineren Fall hat, das bringt irgendwie das Pacing durcheinander. Und ich bin schon wieder Erster. Ach, ich freue mich. War alles kein Problem. Ich werde auch nur den Cup oder vielleicht noch einen anderen Cup ranhängen. Und das soll ein relativ kurzes Video werden, weil einfach aus dem Grund habe ich schon gewonnen. Ergebnis anzeigen. Ich glaube, ich habe den Grand Prix schon gerockt. Boah, es ging aber schnell. Relativ kleines Video werden, weil ich denke, ihr kauft euch eh alle Mario Kart 8. Glaube ich ganz ehrlich. Also jeder Wii U-Besitzer sollte sich Mario Kart 8 kaufen. Einfach weil, naja, weil es geil ist. Sage ich einfach mal so. Nee, ich habe schon gewonnen. Kann man sich noch kurz die Highlights angucken, was ihr alles gemacht habt. Toll, super. Sowas wiederholen die, wie ich aufs Maul kriege. Ja, drücke ich mal weg. Habe ich ja doch noch Zeit für einen Grand Prix. Freue ich mich. Ohne dass das Video zu riesig wird. Dann brauchst du mich ewig wieder hochgeladen zu werden. Du hast einen neuen Charakter freigeschalten. Oh, 50 Münzen für Fahrzeugteile gesammelt. Und einen neuen Stempel. Man wird ja regelrecht beschenkt. Aber ich möchte es nicht gleich in Miiverse posten. Jetzt möchte ich mal gucken, wer der neue Fahrer ist. Den möchte ich dann gleich mal nehmen, egal wer es ist. Und wenn es so ein komischer, kleiner Cooper-Typ ist, also so ein Bowser-Kind. 100er Klasse, habe ich wirklich schon einen neuen Grand Prix freigeschalten? Ja, mach mal auf die Kiste. Oh Gott, habe ich jetzt echt gesagt, ich will die nehmen? Ach man, ach kacke, dann noch lieber Peach, oder? Ich meine, nimm mal halt Wendy. Ja, freu dich, Wendy. Ah, das Ding ist natürlich wieder geil. Und ich werde jetzt mal ein neues Kart nehmen, was so richtig schön abgefreakt ist. Die Turbo-Rakete. Oder einfach mal ein Bike. Ich nehme mal so ein richtiges Speed-Bike. Und richtig kleine Drecksreifen. Und dieser Schirm. Also entweder kriege ich jetzt richtig aufs Maul oder ich werde der Beste. Oh, Gamecube, NES, N64, 3DS. Ach ja, und da gibt es dann die neuen Kurse. Das sind die ganzen remixten Kurse. So war das. Ach, hier mal einfach mal die remixten Kurse. Was soll's? Ist aber nicht schlimm. Die Standardkurse am Anfang, die sind halt nicht so schnell bei Mario Kart. Und nicht so spannend. Meistens viel zu breit und so weiter. Nicht schwer oder anstrengend. Dann lieber Action. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie sich jetzt das Motorrad verhält mit diesen kleinen Reifen. Ich werde wahrscheinlich nur durch die Gegend rutschen. Wie der letzte Drecksack. Wüstenkurse sind nicht so mein Ding. Dann lieber Geisterschlösser oder so. Und wieder kein Turbostart. Boah. wird eine interessante Fahrt, glaube ich. Ich hoffe, das Driften funktioniert wenigstens einigermaßen gut. Nee, überhaupt nicht. Ey, ich habe mich für die falsche entschieden. Für die falsche Fahrung, für das falsche Fahrzeug, für einfach alles falsch. Ich kann nicht driften. Und driften ist eigentlich bei Mario Kart immer das, was mich so ein bisschen rettet. Weil ich ja unterirdische Fahrskills habe. Was aber ganz erstaunlich ist, ein kleiner Drift reicht bei der schon, wenn man mal hinkriegt, um sofort einen Turbostart zu kriegen. Ach, grüner Panzer, super. Ich lenke mal. Ja, der wird treffen, oder? Nein, ich habe gedacht, der lenkt genau rein. Oder hat es mit seinem Bumerang ausgeschaltet? Kann natürlich sein. Die Strecke habe ich eigentlich noch ziemlich gut im Kopf. Die müsste von Mario Kart 7 sein, vom DS. Ich denke schon. Aber Moment mal, da war nicht so ein Stück. Okay, dann wird wieder hochteleportiert. Da war nicht so ein Stück, ein Wasserstück dazwischen, oder? Irre ich mich jetzt völlig. Außerdem ist man noch irgendwie reingefahren in eine Höhle. Und das alles umgefallen. Also habe ich doch einen anderen Kopf. Praktisch einen anderen Kurs im Kopf. Nicht einen anderen Kopf im Kurs. Grüner Panzer, Verteidigung. Es irritiert mich immer noch, dass ich die Items quasi nicht speichern kann. Yeah! Ich wollte es einfach mal tun. Ich weiß, es ist ein bisschen Verschwendung gewesen. Aber, hey. Sah auch lustig aus. Wie gesagt, die Lenkung funktioniert jetzt gerade wieder wunderbar. Ich habe mich, glaube ich, an diesen kleinen Scheiß gewöhnt. Ach, schnell weg da. Toll. Ich wollte den grünen Panzer eigentlich hinten wegspeichern, aber ging nicht. Ihr könnt ja mal auf die Hintergründe achten, was uns alles da an Details entgeht. Also mir gerade, weil ich ja voll aufs Kart konzentriert bin. Aber ich habe gedacht, da hinten mal... hallo? Ich bin im Wasser? Das kann gar nicht funktionieren. Ah, es funktioniert auch nicht. Der Tintenfisch hat nicht funktioniert, weil ich im Wasser bin. Ich habe da Plakatwerbung gesehen und da wäre mal ganz interessant, was da oben steht. Also ich probiere bei der nächsten Links mal drauf zu achten, bei der nächsten Runde. Aber, wie gesagt, ich verspreche nichts, dass ich da irgendwas lesen werde. Ich will ja auch gewinnen. Noch der Blitz. Aber ich staune, dass noch nicht so oft der blaue Panzer kam. Irgendwie habe ich gehört, dass bei irgendeinem Test habe ich das gelesen, dass alle gefühlt 4 Sekunden blauer Panzer herkommen soll. Kann ich jetzt wirklich sagen, ist nicht so. Und ihr seht es ja selber. Wie oft kam jetzt ein blauer Panzer? Einmal? Kam überhaupt einer? Wenn, dann habe ich ihn vergessen. Muss er unwichtig gewesen sein. Na,
Münzen, sehr gut. Ach, da hinten, Sunshine Path und Red Shell. Ja, die Sunshine Path, wie gesagt, aus Super Mario Sunshine, wer sie noch kennt. Das ist auch merkwürdig, da wurden einfach mal die Sterne durch Sonnen ausgetauscht. Ich weiß, rein vom wissenschaftlichen Standpunkt ist das dasselbe, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ja, also, oh, ein Pilz. Sehr, sehr schick. Hält auch länger an als gedacht. Komm, gewinn, 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 gewinn. Also ich, nein, nein, kein roter Panzer. Und, oh. Das ist ein typisches Beispiel für Mario Kart. Es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich kurz vor der Ziellinie gewesen wäre und der Panzer hätte mich weggerumst. Hätte ich mich persönlich nicht gewundert. Und jemand anders wäre natürlich vorbeigefahren, das meine ich damit. Dass er mich weggerumst hat, das war ja auch so. Nächster Kurs. Ist ein sehr alter Kurs, haben wir gerade gelesen. Erkennt man aber auch an diesen guten Blöcken im Hintergrund. Ich habe wieder keinen Turbostart hingekriegt. Als einziger Unterschied zu den früheren Kursen ist wahrscheinlich, yeah, Treffer, dass die Kurse hier nicht so eckig sind. Die fahren sich sicherlich angenehmer als die originalen Super Nintendo Kurse. Oder Game Boy Advance Kurse, was weiß ich. Einfach aus dem Grund, naja, wie soll ich sagen, die haben sich damals schon ein bisschen giftig gelenkt. Da muss man es eigentlich voll drauf haben. Ein Kumpel von mir, der kann Mario Kart auf dem Super Nintendo noch perfekt. Also Super Mario Kart. Ich habe die ganze Zeit auf dem N64 gezockt, dann mal wieder Gamecube, dann wieder Wii und so weiter. Ist es schwer, wieder auf den Super Nintendo Teil zurückzuwechseln. Weil irgendwie lenkt sich dann ein bisschen sperriger. Das soll aber nicht heißen, dass der Super Nintendo Teil eine schlechte Steuerung hat, auf keinen Fall. Und das hat auch da nichts damit zu tun, dass ich damals beim Let's Play gegen Tanaka Zorro dermaßen abgelost habe. Dass ich das überhaupt noch erwähne? Eigentlich müsste ich das Video verbannen, dass es keiner mehr sieht. Echt peinlich war das damals. Kommt gleich nach meinem Nerdquiz von Napalus, wo ich auch so episch versagt habe. Ah, okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen Konzentration hier an den Tag legen. Ich bin schon wieder Fünfter und die Typen sind alle viel, viel schneller als ich. Das heißt, ich brauche mehr Münzen. Hab ich ein Mehl gehabt? Irgendwie ist die Rakete gerade aufgelöst worden von Bowser. Gerade im richtigen Moment. Und wir sehen, ich habe jetzt 8 Münzen. Ich bin jetzt auch wieder schneller unterwegs. Und 10 Münzen ist das Maximum. Mehr geht nicht. Und ich bin immer noch Fünfter. Ach, traurig. Bei welcher Platzierung wird meine Mario Kart zurückgesetzt und muss das Video nochmal machen? Das Video. Ich fange schon an, nur noch in Videos zu denken. Wie gesagt, ich bin müde und hungrig. Verzeiht mir das. ja. Ab welcher Platzierung muss man das Rennen nochmal wiederholen? Ich weiß gar nicht. Fünfter? War das schon Fünfter? Oder staffelt sich das immer mehr? Das heißt, umso weiter fortgeschritten der Kurs ist... Der war nicht schlecht. Ich sag mal, wenn man jetzt praktisch im letzten Rennen ist, dass man dann nur noch Vierter werden darf oder so. Ist ja egal, ich bin ja jetzt eh Dritter und werde auch nicht weiter zurückfallen. Habe ich jedenfalls nicht vor. Und... Ach, scheiße. Yoshi hat mich wieder geschlagen. Aber... Nein! Wie konnte der noch an mir vorbeiziehen? Dieser kleine, verdammte... Ach, Iggy! Iggy, Drecksack! Also ohne Quatsch, ich hätte gedacht, ich mach das. Mir ist übrigens noch nie aufgefallen, dass Wendy wunderschöne blaue Augen hat. Diese alte Kröte. Müsst ihr euch mal angucken. Eigentlich recht niedlich gemacht. Verdammt, ich hab's weggedrückt. Scheiße. Na gut, beim nächsten Rennen. Könnt ihr mal drauf achten. Wendy hat echt blaue Augen. Ich dachte, die hat so rot, so Bowser-rot. Oh. Das ist jetzt ein Grand Prix, da kommen bei mir persönlich die Retro-Gefühle hoch. Ah. Der Cup war echt super, mit der riesen Sprungschanze. Und im Hintergrund müsste eigentlich das Schloss aus Super Mario Kart 4, also aus Super Mario 64 sein. Hm. Aber ich wette, das haben sie auch umdesignt. Das würde ich aber schade finden. Ich würde einfach aus Protest diesen alten Retro-Klotz da einfach hinhacken. Und dann mal sehen, was die Leute davon halten. Nee, es ist nicht. Es ist wesentlich schöner als damals. Nicht viereckig, sondern abgerundet. Ist doch lahm. Ich würde richtig schön diesen Retro-Klotz haben. Na, scheiß Wiesenfahrt. Also ich kann euch diese Kombination auf jeden Fall nicht empfehlen, die ich mit Wendy habe. Ich weiß nicht, ob sie kleine Räder sind, ob sie es als Fahrer ist. Ah, ich hielt's für clever. Ich wollte erst ein paar reindämmeln und dann soll die große Action kommen. Okay, es hat nicht funktioniert. Also ich wollte praktisch mit meinem Panzer seinen Panzer abschießen, weil er einen nach vorne geschossen hat und ihn dann wirklich wegknallen. Hat aber nicht wirklich funktioniert. Oh, die Piranha-Pflanze. Dass ich die auch mal habe.
Ich glaube, die kriegt jedes Mal einen kleinen Sprint, wenn sie nach vorne geht. Fantastisch, das Item. Und es kickt echt alles weg. Also wer die Piranha-Pflanze hat, kann man ruhig sagen, hast du schon fast den Sieg in der Tasche. Aber ich glaube, jetzt kommt ja eh wieder noch Bananenschale. Ja, das Übliche halt. Wenn du Erster bist, kriegst du zu 90% eine Bananenschale. Vielleicht mal, wenn es hochkommt, einen grünen Panzer. Ja, 90 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Du kriegst vielleicht 70, 30 grüner Panzer und Bananenschale. Habe ich gerade wirklich blauer Panzer gesagt gehabt davor? Dass man 30% den blauen Panzer kriegt, wenn man ganz vorne ist? Das ist natürlich Humbug. Ich meine natürlich den grünen. Als wenn ich das gesagt habe. Ach, die Brücke senkt sich. Das ist das neue Feature. Ich verstehe. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, was das Gepiep im Hintergrund soll. Aber wahrscheinlich geht die Brücke einmal hoch und einmal runter. Und wieder Münzen. Ja, die brauchen wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich würde gerne ein gutes Verteidigungs-Item haben. Und was mich auch gerade irritiert, ich sehe gar keine Karte mehr. Also auf dem Bildschirm. Aber ich habe gerade mal geguckt, ich sehe eine definitiv auf dem Viewpad. Nur leider werde ich beim Spiel Mario Kart nicht auf das Viewpad gucken. Also tut mir ganz ehrlich leid. Pilze, yeah. Mario Kart ist ein Spiel, da muss ich hundertprozentig auf dem Bildschirm gucken. Da darf ich nicht weggucken, weil ich dann versage. Und ich glaube, online wird das auch der Fall sein. Es war schön, dass sie damit praktisch ein bisschen den Bildschirm entschlacken. Aber wirklich clever ist es nicht. Also ich sehe praktisch das Item, was ich habe, sehe ich hier auf dem Bildschirm normal, oder? Nee. Ich habe eine große Hupe in der Mitte. Wahrscheinlich praktisch viele Leute, die das als Lenkrad nehmen, die Steuerung. Ich sehe, wer welches Item auf welcher Position hat. Ja, aber ich sehe nicht, wo die Position ist. Und ich kann einschalten, dass ich mit Lenkrad lenke. Also mit Lenkrad funktioniert Wii U. Mit Bewegungssteuerung. Möchte ich jetzt aber auch nicht gerade. Mache ich dann gleich mal. Och, ey, ich kriege hier nur aufs Maul. Aber der Pilz wird mich retten. Zweiter. Ist doch nicht übel. Komm schon. Erster wusste nicht mehr. Vielleicht noch ein bisschen Windschatten erkaschen. Nee, nichts mehr. Okay, probieren wir es einfach mit der Lenkradfunktion. Muss ja auch drin sein. Ja, die drei Punkte. Gegen Lemmy kann ich mich noch verteidigen. Der hat es nicht so drauf. Und es dürfte ja eigentlich der letzte Grand Prix jetzt sein. Nee, keine Highlights ansehen. Da gab es keine Highlights. Ich schalte um auf Lenkradsteuerung. Das wird bestimmt super. Damit komme ich null klar. Aber ich kann zum Glück jederzeit wieder umstellen. Ich finde das eigentlich ziemlich praktisch. Also früher, wenn man sich mal festgelegt hat, dann musste man das Rennen auch mit der Steuerung praktisch machen. So, ihr seht. Und noch sieht er gar nichts. Lenkradsteuerung. Oh Gott. Ich probiere einfach mal eine Runde mitzufahren. Und das driften die dann trotzdem noch. Ei. Ja. Interessant. Ich schalte wieder um. Danke sehr. Das war ja bei dem V-Teil so, dass man angezeigt gekriegt hat, mit was der Gegner fährt. Also ob er nur mit Lenkrad fährt, der menschliche Gegner meine ich natürlich, oder ob er mit Steuerkreuz, also Wii-Steuerung oder mit dem Pro-Controller steuert. Im Feld hier natürlich. Naja, was soll ich dazu sagen? Also auf dem Pro-Controller praktisch Siege einzufahren war leichter als mit der Wii-Steuerung und auch leichter als, leichter als mit der Bewegungssteuerung. Deswegen fand ich diese Unterteilung eigentlich ganz schön sinnvoll, dass es angezeigt wird. Aber da man ja jetzt das Feature hat, dass man jederzeit wechseln kann, macht es eigentlich schon Sinn, das wegzulassen. Och, ich fahr gerade aber auch wieder beschissen. Ja, komm, Pilz. Ach, fetter Bowser. Und noch der Kugel will die, ich will weg. Aber ich habe auch null Münzen, das ist kein Wunder, dass ich so schlecht bin. Null Münzen sind Kacke. Toll, kein Item. Es läuft richtig gut. Ich glaube, wir werden gleich erfahren, ob ich den Kurs nochmal wiederholen muss. Ganz lustig, das sind übrigens die Bongos aus Donkey Kong Country Returns. Wem es jetzt noch nicht aufgefallen ist. So. Alle Pilze schön sinnlos nutzen. Aber ich glaube, ich habe es so relativ gut eingesetzt, wenn ich jetzt Fünfter bin und der blaue Panzer geht mich eh nichts an. Scheiße. Warum trifft mich der blaue Panzer? Die hätte ruhig an mir vorbeifliegen können. Muss man aber zu erwähnen, ist schon wieder eine Verbesserung, dass es nicht mehr der geflügelte blaue Panzer ist. So der normale blaue Panzer, der andere auch mal mitreißt. Dass man nicht völlig praktisch der Arsch ist als Erster. Nur der Halbarsch quasi. Ey, was hat mich denn jetzt getroffen? Ist das deprimierend?
Und wieder Fünfter. Ich komme für diesen verdammten fünften Platz nicht weg. Und auch nicht davon, dass ich nur eine Münze immer aufgebe. Okay, Dritter. Jetzt kommt Hoffnung auf. Letzte Runde. Ich frage mich, was passiert, wenn man auf das DK-Fass schießt. Kommt da ein Dixie oder Diddy Kong und hilft mir? So, jetzt mal hier lang. Natürlich, getroffen. Ach. Eieiei. Immer noch Vierter. Und der rote Panzer ist nicht für mich, oder? Doch, der ist für mich. Okay, hat mich nicht erwischt. Blauer Panzer? Ja. Toll. Ey, ist das zum Kotzen. Aber jetzt ist er doch geflogen, hatte ich den Eindruck gehabt. Normalerweise, also vorhin war es doch so, dass der blaue Panzer einfach am Boden lang gefahren ist. So, bitte roter Panzer, halte ich zurück. Ich schaff's auch niemanden hier groß zu rammen. Also normalerweise, wenn man hier diesen Kurs hat, wo man so in der Luft hängt, also diese Anti-Schwerkraft-Kurse, soll man ja rammen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Auf jeden Fall bin ich Zweiter, habe 4 Münzen, also es ist nicht alles völlig verzweifelt. Und ich glaube, ich kann hier noch eine gute Platzierung reinholen. Immer noch Zweiter? Na gut, wird der Zweite werden. Ja, bin ich auch ganz zufrieden damit. Soll auch nicht weiter schlimm gewesen sein. Allerdings heißt das jetzt, dass Yoshi bei mir vorbeizieht. Haben wir noch einen Kurs? Ich muss Yoshi schlagen. Nein, das war's. Ah, lassen wir uns mal die Ergebnisse anzeigen. Ich lege mal das Lenkrad beiseite und kann sagen, ich bin zufrieden mit Mario Kart 8. Es ist wirklich gut geworden. Ich werde den Ganzen noch einen Langzeittest praktisch unterziehen. Was aber nicht heißt, dass ich ein Review dazu machen werde. Das mache ich vielleicht mal, wenn es 1-2 Jahre alt ist, meine rückblickende Meinung oder... Ich meine, ich mache eigentlich nie ein Review zum aktuellen Spiel. Weil ich finde, wenn man das mit Liebe und Herz gut machen möchte, dann sollte man das Spiel schon gut kennen. Ich müsste jetzt vielleicht einen Monat ununterbrochen suchten, dann könnte ich auch ein Review zu Mario Kart 8 machen. Wäre vielleicht auch mal was. So, Silberpokal. Bin ich nicht gerade stolz auf mich, aber ich habe dafür den Blattpokal freigeschaltet. Und den sehen wir vielleicht im nächsten Video. Ich weiß es noch nicht. Mache ich noch ein Mario Kart Video? Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns ja vielleicht in einem anderen Video wieder. Also, bis die Tage. Ciao und danke, dass ihr reingeschaut habt.